Aber. Nimm diese gute Antwort. Alles, was ich immer wollte, war, wie er zu werden. Als ein Schauspieler, als eine Person. Du solltest aber du selbst werden, nicht wie er. Dein Vater hat sein Leben geopfert, um deins zu retten. Aber wir werden ihn retten. Wir werden ihn rächen. Was? Itzki, seit wann rächst du denn andere Leute? Ich habe deinen Vater nie getroffen und trotzdem habe ich gesagt, das klingt wie dein Vater. Und ich weiß auch nichts über ihn. Hä? Das sind die Zusammenhänge mit von wegen... Woher weißt du dann, das klingt wie dein Vater? Du kanntest ihn scheinbar dann doch gar nicht. Nur so Vermutungen, so. Ja, das klingt ja total nachher so nach deiner Erzählung oder so. Keine Ahnung. Ah. Aber ich weiß, dass er wollte, dass du lebst. Egal was, du kennst ihn nicht. Egal. Ja, bis zum Ende hat er mich immer beschützt. Was ist mit deiner Mutter eigentlich? Die wird nicht wirklich erwähnt. Nie erwähnt, im ganzen Spiel nicht. Wow. Wenn sie wenigstens sagen, wenn du wenigstens sagen müsstest, deine Mutter ist in frühen Jahren gestorben. Nein, sie wird ja noch nicht mal erwähnt. Sie existiert scheinbar nicht. Dass Kiel ja auch in dem Vorfall auch verschwunden ist, weil es wurde auch nur von random NPC erwähnt. Dass wer verschwunden ist? Kiria auch vor 5 Jahren verschwunden ist. Das ist wahr. Das wird auch von einem NPC von Shibuya erläutert. Das hat Yashiro tatsächlich aber auch gesagt. Das stimmt, aber ich finde, das wurde nie was ist denn los, thematisiert. Oder woher sich Ayaha und Kiria kennen. Ein paar offene Fragen hat das Spiel, finde ich echt ein bisschen schade. Deswegen ein paar Minuspunkte muss ich im Game geben, aber es gefällt mir trotzdem sehr gut. Und Klinge, was willst du fragen? Selbst wenn er nicht mehr hier ist, lebt er in meinen Erinnerungen. Und ich kann es mir jetzt nicht erlauben, ihn zu enttäuschen. Du hast meinen Dank, Aoi. Ich werde... Yashiro Tsurugi wird nie legendär. Yashiro Tsurugi wird nicht mehr gespielt. Einverstanden? Ja! Ja! Hey Itzki, hast du das Zeug über den Shadow Dragon gehört? Nein. Satanaka? Mr. Hatanaka hat gesagt, die Wiederbelebung ist viel zu weit vorangeschritten, als dass sie gestoppt werden kann. Und es wird wieder gehämmert. Ich hab's gehört. Ich dachte, er wäre halb fertig. Aber Itzki, das bedeutet... Dass der Hammer wiederkommt. Wenn er die Wahrheit sagt, dann sieht die Sache schlecht aus. Wir müssen es töten. Wir sollten Tiki sehen. Mit Feuer! Wait. Kill it with fire. Wollt zurück nach Tiki zu sehen. Es gibt nicht viel, was wir momentan tun können. Wenn wir den nicht aufhören, das Drache wiederbilden, müssen wir es wieder töten. Itzki, wir haben nicht keine Zeit zu verschwenden. Wir gehen direkt in den Blumenpalast. Wir müssen Tikis Erinnerung zuerst wiederherstellen, das habt ihr doch gemacht schon. Noch nicht. Egal was passiert, wir werden ihn aufhalten. Und die Welt beschützen. Sie haben Tiki nur gezeigt, ja, wir haben hier den Drachenstein gefunden, aber sie haben ihn ihr noch nicht gegeben. Oh. Because of, Cosmic Egg. Das Tatanaka ist falsch. Entertainment ist eine Art, sich selbst auszudrücken. Nicht um Menschen zu besiegen. Das ist wahr. Sono Torida, Aoi Itzki. Soste, Garnet wa kanarazu taosu. Ich stimme zu. Und ich werde Garnet von dieser Welt auslöschen. Ich edgy. I'm edgy.
Ja, Blume Palace. Ich weiß gar nicht, was du hast. Es sind doch gar nicht so viele, es sind nur 8 Unities, die wir in der Theorie machen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So. Mir wurde gerade vorgehalten, dass ich sehr wenig im Stream bin. Anderer. Und dass, wenn ich da auch bin, auch schreiben soll, dass ich da bin. Ja, ich bin ein wenig da, weil das Hauptspiel mich nun mal null interessiert. Streamer selbst hat auch eine nervige Art und Stimme. Trotzdem beachte ich den Stream gemutet und auch nur den Chat. Weil ich mich nicht melde, wenn ich da bin und das nicht ernst nehme, wurde mir der Mod entzogen. Ich verstehe das nicht und wüsste das gerne mal dazu eure Meinung. Sagen wir es eben so, an sich kann man natürlich die Streams schauen, die man schauen möchte. Ich muss aber auch sagen, ich verstehe seinen Ansichtspunkt, dass er halt wissen wollen würde, wenn ein Mod da ist oder nicht. Damit er halt weiß, okay, ich kann mich jetzt an diese Person melden oder nicht. Das ist so wie ich das verstehe im Prinzip. Aber an sich einfach so zu lurken oder sich nicht unbedingt zu melden, dagegen habe ich nichts. Aber dadurch, dass du halt Mod bist, ist nochmal eine spezielle Sache. Und auch mit dem Stream-Mute, weil manchmal sagt der Streamer auch, ja, kann jemand dem Bahn oder kurz darum kümmern, wenn der Streamer gerade nicht kann und gerade Tyra in einem wichtigen Cutscene beschäftigt oder sich gerade konzentrieren muss im Spiel. Das ist auch immer die Sache. Es kommt wirklich ganz auf die Situation an. Ja gut, aber wozu gibt es die Zuschauerliste? Ach, die schaut man ja auch nicht immer. Die man muss halt sagen, die Zuschauerliste, ganz ehrlich. Die Zuschauerliste, das Problem ist bloß, die Zuschauerliste sagt dir nicht aus, ob jemand aktiv zuschaut oder ob er einfach nur den Stream irgendwie offen hat. Und ja, ich stimme zu. Ich schaue kaum auf die Zuschauerliste, weil ich niemanden rauscallen möchte. Wenn jemand einfach nur lurken möchte, ist es teilweise echt bescheuert, wenn man ihn auf einmal rauscallt und meint, ha ja, die und die Person ist ja auch da. Oni-chan, geht es euch allen gut? Und den Hammer! Ah, arigato. Ja, dank dir, Tiki, haben wir die Wahrheit über Garnet rausgefunden. Ah, ich sehe gerade, bei Twitch TV kann man auch noch hier noch da rausstellen lassen. Also, so ist das. Ja gut, Klinge, es ist manchmal interessant als Streamer selbst, wenn man reingucken will, wer da ist, aber... Das kann man auch so machen, aber ich würde niemanden zum Beispiel rauscallen, weil wirklich, ich habe von mehreren Leuten online gelesen, dass sie das einfach nicht mögen, deswegen lasse ich es einfach. Ja, ich würde jetzt nicht in die Zuschauer sagen, oh, der Nightbot ist da oder so, oder der Mod XY ist da. Der Nightbot ist da, ja. Hör's mal so als Beispiel. Mal abgesehen davon weiß ich teilweise nie wirklich, wer ein Bot in meiner Liste ist und wer nicht. Ich meine, das stimmt. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier Commander Root drin sehe, dann weiß ich jetzt schon aus Erfahrung, dass es ein Bot ist, aber trotzdem. Bei anderen kann ich nicht sagen, ob es wirklich Bots sind oder nicht. Ist denn diese Mira-Zeit ein Bot? Man kann dir zuflüstern. Also, können wir das Ritual nicht stoppen? Yatsurano Kotobaga Shinjitsunara. Sudeni, Ankokuryu Fukatsuwa Fusegenai Dankai ni Kiteiru no Kamushirenai wa. Wenn das, was er gesagt hat, wahr ist, dann wurde das Ritual schon. Wurde damit schon angefangen. Und wir können es noch irgendwie noch stoppen. Übrigens, ich hab die Wahrheit rausgefunden hinter diesen neuen Emotes von wegen dem Schild, dem Schwert und den ganzen tollen, süß aussehenden Rittern. Das habe ich rausgefunden, als ich mit Mirai gestern ein bisschen noch rumgeschaut habe. Es sind nämlich tatsächlich Emotes, die man bekommt, wenn man die 2-Sicherungs-Authentifizierung aktiviert. Deswegen haben unter anderem Klinge und ich das, aber andere, zum Beispiel Prime, haben nicht. Weil Klinge und ich müssen als Leute, die Affiliate sind, auf jeden Fall das haben, weil wir sonst kein Geld bekommen können. Können wir aber nichts tun?
Ich kann mehr Erinnerungen zurückkriegen mit dem Drahtschein. Vielleicht fällt mir dann was ein. Klinge die Zwei-Faktor-Autorisierung. Also dieses, dass du immer eine Nachricht an dein Handy bekommst, wenn du irgendwas umstellen musst und erstmal einen Code eingeben musst. Stimmt, ich schätze, das ist alles... Was? Ich hätte jetzt alles, worauf wir momentan zählen können. Aber ich brauche da noch ein bisschen mehr Zeit dafür. Und dann kommt Pestling und die Intermission. Ich überlasse es dir. Kapitel 5, wahre Farbe, abgeschlossen. Wir haben das Falkion in der Theorie eigentlich schon. Wir haben es schon geschmiedet. Das war sogar in der Theorie unsere erste Waffe. Es sei denn, es kommt jetzt sowas wie das Zukunftsfalkion oder das wahre Falkion. Also, Krom hatte ja auch irgendwelches normale Falkion auch von Anfang an gehabt. Ja, und dann hat er das wahre Falkion später bekommen. Das erweckte Falkion. Miss Michael, wenn du jetzt sagst, dass ich ins letzte Studio muss und trainieren muss während so einer Zeit. Du musst immer ins letzte Studio gehen. Ernsthaft? Ja. Geh immer ins letzte Studio. Das ist doch wichtig, armes Maiko. Wir haben nicht die Zeit dafür. Die Welt geht doch unter. Bla bla bla. Fortuna Entertainment muss weitergehen, auch wenn die Welt untergeht. Egal wie die Situation ist, ein erstklassiger Performer muss immer bereit sein, vor der Kamera zu stehen oder auf der Bühne. Also, es ist sehr wichtig. Warum? Ich liebe diese neuen Emotes. Sie sind so cute. Natürlich. Den hast du gesagt. Ich werde beim letzten Studio warten. Nein, nicht sie. Es wird beim letzten Studio warten. Es wird. Oder es. Nur den Fall. Ja, geh einfach hin, wenn du fertig bist. Mach erstmal die Sidequest. Geh erstmal zu Barry, bitte. Damit wir den mit dem Final, mit dem Extant weitermachen können. Erstmal müssen wir dafür die Nachricht bekommen, dass Barry überhaupt eine neue Sidequest haben. Hat, das haben stimmt. Wir noch nicht. Ich glaube, wir müssen doch ein bisschen rumlaufen. Wie so, sie können jetzt zum Blue Pills gehen und dann erstmal. Ja, meistens wahrscheinlich kriegen wir die gleiche Nachricht. Jetzt. Ja. Ja. Maiko, Barry und Marmori. Hast du dich auch eine neue Liebe freischalten eigentlich? Er hat uns schon angeschrieben. Stimmt, wir haben seine schon freigeschaltet. Wessen Studio? Ich sehe es gerade, ja. Und Ellis haben wir schon freigeschaltet und Tikis müssen wir noch freischalten. Ich glaube, Tiki war auch. Müssen wir auch in den Final setzen. Das ist Tikis letzte, also. Ich meine, Tikis letzte ist, wenn man kurz vor dem Final Boss steht. Ich gucke sicherlich also gleich nochmal nach. Das ist Mamoris letzte, Maikos letzte, Barrys letzte, Yashiros zweite. Dann müssen wir auch noch ein bisschen weiter Höhle leveln, damit wir in der Theorie seine letzte Sidequest auch freischalten genau, können. Weil die letzte Sidequest freischaltest erst frei, wenn du halt den Final dann betreten hast und wieder rausgehst. Geh mir den ganzen Ding auch durch. So. Itzki, kannst du bitte zum Daitama kommen? Etwas ist passiert. Okay, du willst, dass ich Daitama komme? Wo du bist, Miss Maiko, weiß ich? Genau. Itzki, es ist etwas Wichtiges für du hast. Ich möchte, kommst du bitte zum Büro? Itzki zeigt, was schaltet man auch erst im nächsten Kapitel frei im Laufe der Story. Okay. Das werden wir ja sehen, es wird uns wahrscheinlich dann immer Ding zeigen hier, die Kontaktliste. Genau. Aber Yashiro ist echt blöd gemacht, weil du musst erstmal den Final Dungeon durch, gehst dann zurück ins Office und dann, Yashiro Cycles, dann machen wir die mal. Okay. Weil die Cycles werden erst aktiviert, wenn du rausgehst aus dem Dungeon. Dann schreiben sie dich erst an. Also rein und dann raus. Genau. Bei Tiki Cycles weiß ich Bescheid. Wie das halt sonst mehr abmacht.
Genau, das hatte ich vorhin schon gesehen. Ja, und das ist Büro. Hey Itzki, ich bräuchte deine Hilfe mit dem Ticketbeschild. Wenn du mir hilfst, Ticket zu überzeugen, geh zum Bloom Palace. Oh. Das ist gut. Du musst mit Tiki reden. Barry, um mit deiner anzufangen. Das ist natürlich jetzt ungünstig, weil ich erstmal das Unity machen wollte. Egal. Aber du kannst ja erstmal sie mal denyen. Hä? Das ist Barry. Er hat mich doch gefragt, etwas zu helfen, damit ich Tiki überzeuge. Oh, das. Barry Forever. 49 noch nicht, bitte. Ich hab mich daran gedacht, ich hab noch irgendwas Wichtiges zu tun. Tut mir leid, Tiki, aber ich bekomme schlechte Vibes davon. Was? Du bist so gemein, Oni-chan! Und neue Intermission heißt auch neues Kostüm. Genau. Jetzt können wir Maros auch freischalten. Radiant-Skill. Gut, Command Repertoire wäre für jeden dasselbe. Es wäre einfach nur zu sich Skillslot. Und Smash Hit auch dasselbe für jeden. Ist das Smash Slot? Smash Hit. Was wäre das? Moment, ich hab's vergessen. Ich gab irgendwas mit. Ich schau nochmal nach. Huch. Hey, guck mal, nochmal ein Skillslot. Und noch mehr 6-Star Prestige. Damit kann ich mehr gesealt werden. EP-Kosten für Alex-Skills. Was? Damit kann man Gegner umhauen. Mhm. Einmal pro Battle kann er was überleben. Warum kriegt er das dann jetzt? Wow. Ein anderer Skill sind passiven Skills. Haut alle Gegner um. Das ist das nächste, was? Okay. Also das ist noch, also wenn du zum Beispiel mehrere Gegner hast und danach in der Session ein Tür sein, geht er sofort nächst über und das kann er dann auch an nächsten Gegner machen. Was? Ah, okay. Ich hab da gerade so, hä, was ist das? Aber okay, verstanden. Hier fehlt ja noch was. Noch ein weiterer Skill. Sagt das Smash Hit, das war gerade hier. Ach, das ist Smash Hit. Okay, ja, gut. Mehr SP. Andante ist schon mal gut. Ich möchte aber bitte nicht Command Repertoire unbedingt drauf haben. Das ist noch nicht so nützlich. Smash ist eher praktischer, wenn du. Da hast du schnell die SP voll. Ja, das ist auch praktisch, diese Heilung zwischendrin. Naja, sie hatte ja so den Tomato gekostet, weil sie das Mikrowellen-Outfit anhatte. Ja. So. Andante. Was haben denn die anderen für Skills? Ellie hat Endless Act. Das ist 5. Prestige, das kann sie ruhig lernen. Warum hast du Endless Act noch nicht? Hab ich's vergessen? Das kann gut sein. Oder sie hat da halt noch. Oder das kann sein, dass es vergessen hat. Viviane? Eleanor. Und Viviane? Mhm. Sie fliegen. Tsubarashi, das ja, ne? Wie einfach jeder Command-Repertoire gerade lernen will. Ich glaube sogar, ich kann es allen geben, ironischerweise. Aber es ist super praktisch. Eleonore? Ich glaube, er sagt doch nicht mal Eleonora, er sagt einfach Ellie-kun oder so ähnlich. Achso, Ellie. Okay. Ellie-kun. Ellie-kun. Ja, dann. Das war Mori Cosplay
Achso, wegen dem Mamori-Cosplay meint ihr wahrscheinlich das Tiki-Koch-Outfit, oder? Genau. Was willst du denn lernen? Auch Smash und Command Repertoire. Okay, da können es doch wahrscheinlich alle lernen. Ja, Smash ist echt nicht schlecht. Ich meine, wenn wir wieder in so einen Kack-Rare-Gegner reinlaufen, ne? Ich dachte, wir reden darüber. Ja, aber ich muss das ja irgendwann mal farmen. Stimmt, wenn du alle Waffen haben willst, das stimmt. Das Doofe ist auch noch, ich darf es farmen in der Zeit, in der du jetzt wieder arbeiten darfst. Und schneiden. Ja. Dage-san! Du hast 2,5 Tage Zeit, also Mittwochnachmittag habe ich wieder Zeit für den Stream. Oh nein. Ich finde das nicht gut. Was du da sagst? Nichts. Das rechnet sich nicht für alle aus, ich bräuchte 15 und ich habe 10. Und ich glaube, jetzt geht auch noch ein Skill, den ich nicht gehabt habe, oder? Ja. Dann dürfte es wahrscheinlich echt nicht ausreichen. Aber es soll mir recht sein. Und übrigens, die Verbesserung von Itzkis Fähigkeit habe ich schon bekommen. Ich glaube, die wechseln jetzt einfach nur andauernd die Gegner während den Kombi bei Overkills, oder? Genau. Du hast ja es gibt ja mehrere, Verbesserungen. Also es ist immer derselbe Effekt, aber dann kannst du noch einen Gegner und noch einen Gegner quasi dran machen. Ich weiß wirklich nicht, wie praktisch diese Fähigkeit eigentlich ist. Ja gut, wenn da halt sehr viele Gegner sind und die alle kurz vorm Ende sind, ist es nicht mehr machen. Wenn wirklich solche Gegnermassen kommen. Das ist eine Frage, warum sollte ich es nicht machen? Das stimmt, was? Du kriegst ja eh nichts von 6-Star-Prestige zum Genüge. Und neue Materialien. Neue Karnäsches. Ehrlich, ich habe von diesen einen Gegnern 18 Stück bekommen. Und klar, es halten die anderen weniger aus, aber ich werde eindeutig genügend bekommen. Dank der langen Sessions vor allem. Und Duo-Art. Weil die Duo-Arts geben, ja gut, die Duo-Art verlängern ja die Sessions nur im Prinzip, die geben einem nicht neue Materialien. Nee. Aber die verlängern gut die Session. So, hast du... Ja, du wolltest da kriegst du das Command-Repertoire. Also ich brauche nur 5 Star Prestige. Wow. Warum auch immer manche 5 Star und manche 6 Star Prestige brauchen, das macht irgendwie keinen Sinn. Jetzt haben wir fast alle gesehen, fehlt eigentlich noch kein. Und Kiria fehlt auch noch. Kiria, Tarja. Kein und Kiria, wait. Wait a second. Wow. Ich bin etwas müde heute, aber das wird wahrscheinlich noch. Ich hab den Kaffee. Nicht um 6 Uhr ins Bett gegangen. Nein, aber der Kaffee wirkt gerade noch. Ah, der Kaffee wirkt noch, okay. Also, beziehungsweise die Cola, ich trinke ja keinen Kaffee. Okay. Ich weiß, ein Kaffee? Okay. Ja, bist du, was das so ein Kaffee? Cola klingt eher nach dir. Das ist wahr. Ich bin eher derjenige, der es mag, wenn es etwas zuckrig ist. Ja, ich mag eher so warme Getränke, so zum Wachwerden. Warme Getränke machen mich müde, ironischerweise. Kaffee übrigens auch. Hängt von der Menge ab, finde ich. Wenn ich zu viel Kaffee drin habe, werde ich davon müde. Das müsste ja schon die richtige Menge. Und ich brauche halt Milch und Zucker immer. Ich mag Cola, dann werde ich wach. Dann bin ich immer so schläfrig. Also nicht normale Cola, ich trinke immer Spezi, weil ich mag normale Cola nicht. Die ist immer so... Von der muss ich immer aufspeien. Ich weiß auch gar nicht, woran es liegt, dass ich dann Spezi trinken kann. Vielleicht liegt es an der Säure, die in der normalen Cola ist, und das wird dann durch die durch das Fanta-Getränk mit irgendwie ausgeglichen. I don't know. Oder kann sein, vielleicht, weil doch zu viel Zucker drin ist. Jetzt aber. So, Oni-chan, jetzt machst du die Side-Quest. Was ist los? Barry, du hattest deine Chance, wieder einen Mirage zu bekommen.
Aber du meintest einfach wegen Plot-Convenience, dass du ihn Mamori geben möchtest, aus Gründen, die ich bis heute nicht verstehe. Du verwirrst mich, Barry. Ich finde dich toll als Charakter, aber du verwirrst mich. Ich verstehe immer noch nicht, wie du es als einziger schaffen konntest, deinen Mirage zu verlieren. Plot-Convenience. Dicke, ich bitte dich, werde mein Mirage. Ich tue alles. Ah, du schon wieder? Oh, Itsuki. Du bist also auch hier. Barry, in der Theorie hättest du euch auch genügend Performer, um dir einen eigenen Mirage wieder zu holen, oder nicht? Er muss erstmal einen finden, der sich anschießen möchte. Das ist zwar wahr, aber er könnte das in der Theorie machen. Es wurde ja gesagt, er hat seinen ganzen Kräfte verbraucht, sein ganzes Performer verloren, was ihm die kleine Mirage-Masterkräfte gekostet hat. Hä? Plot Convenience. Plot. Das ist auch einer dieser Minuspunkte, ich verstehe es einfach nicht. Ja, Barry. Was ist mit dem Lärm, Barry? Ich kann dir ein Ohr leihen, wenn du es bräuchtest. Es wird gerade gehämmert. Ich möchte als Mirage-Meister ein Comeback machen. Ja, bitte werd einfach wieder ein Mirage-Meister und komm in meine Party. Egal wie oft du fragst, es ist einfach unmöglich. Bitte, Itsuki, du musst sie dazu überzeugen, mein Mirage zu werden. Barry, das funktioniert nicht. Ich sag's dir ganz leid. Da gibt's kein Problem. Was? Warum hast du das? Was muss ich tun, damit du es verstehst? Tiki sieht nicht gerade komfortabel damit aus. Du solltest es einfach loslassen, Barry. Nein, nein, nein! Ich will ein Mirage-Meister werden! Barry. Ich kann dich verstehen, aber du kannst hier eigentlich überall einen anderen Mirage suchen. Und er tanzt mal wieder. Man merkt, dass er und Mamori viel gemeinsam haben. Sie tanzen ja immer, wenn sie nervös sind. Es scheint so, als würde er nicht zuhören wollen. Mamori, ruf mal Mamori, das ist unsere einzige Option. Ah, ich verstehe. Bitte lass das mir. Onkel, was tust du? Bitte hör mit diesem unhöflichen Verhalten auf. Oder stimmt jetzt, wo ich darüber nachdenke, haben wir nicht sogar den Freund von Drogan befreit damals, Doris, in Mamoris Sidequest? Ja, aber er ist dann gestorben. Diese doofe Plot-Convenience, die noch nicht mal Sinn macht. Und jedes, wir können einfach Abel von den kleinen Jungen klauen. Nö. Ich meine, wenn selbst der kleine Junge den Abel bekommen konnte, warum kann ich einfach nicht Lorenz zu ihm gehen können? Ah! Das stimmt. Mach weiter, Itsuki. Ah, das hatte schon, oder? Ja, hatte schon vorgelesen. Onkel, das ist nicht cool. Nicht cool? Oh. Diese Worte schon wieder. Onkel? East und Barry? Aber Pegasus-Götter sind in Awakening und Shadow Dragon nur weiblich. Das würde ihn nicht aufhalten. Ich meine, Ellie hat auch, warum auch immer, Virion. Aber Frauen können ja auch zum Bogenschützen werden. Das ist wahr. Irgendwie sexistisch. Das stimmt. Pegasus-Ritter sind sexistisch. Da sind die Wyvern-Ritter viel freundlicher. Mhm. Stimmt irgendwie schon, die Wyvern-Ritter sind wirklich viel freundlicher. Ich meine, in Awakening gab's männliche. In Fates auch. Warum sind Wyvern-Ritter so viel männlicher? Männlicher. Ja, keine Ahnung, weil ich glaube, irgendeins vorgeschrieben wurde gesagt, ja, nur eine reine Holde Maid kann Pegasus bändigen oder so. Aber Vivon nicht, oder was?
Die Armen, wie auch weibliche Wirbannritterin. Ja, eben, es gibt weibliche und Shadow Dragon entwickelt sich viel Jahresritter, ist zu Wirbannritter weiter.